Also, wir sind jetzt bei Staffel 1, Folge 10 und die Folge heißt Das Blatt wendet sich. Das ist so eine, eigentlich der perfekte Titel, um schon ne, so anzukündigen, jetzt kommt was, womit wir alle nicht rechnen. Das Blatt wendet sich. Die Frage ist, für wen? Das Blatt wendet sich für Korra oder auf die Seite von Amon? Keine Ahnung. Mal gucken. Wir gehen rein und gucken. Los geht's. Das Blatt wendet sich. Der Titel ist ein Versprechen, hoffe ich. Ah, stimmt, sie war ja ziemlich verletzt, ne? Ich wusste mal nicht, dass sie so verletzt war. Sind nicht eigentlich nur diesen Eisberg darunter geplumpst so oder runtergerutscht? Oder habe ich da was vergessen? Ich hatte so Angst. Ich dachte, sie kommt nie wieder. Aber woher denn, Kleines? Musst keine Angst haben. Alles wird wieder gut, versprochen. Ich mag den. Der wirkt wie so ein reifer Argen, oder? Korra, ich weiß, du hast viel durchgemacht, aber ich muss genau wissen, was passiert ist. Also, erst einmal, Tarlok ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Er ist Jakones Sohn. Ja, jetzt verstehe ich alles. Deshalb stimmt, und der war noch auf der Flucht, oder? Ohne dass Vollmond war. Wie bist du entkommen? Ja, ich glaube, der... Wo ist Tarlok jetzt? Amon hat ihn überfallen. Ah, nee, Amon, ah, stimmt. Kraft genommen. Was? Stimmt. Er hat plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Digga, ich hab's voll verpeilt, ja. Amon fühlt sich immer stärker. Er überfällt ein Ratsmitglied, der Avatar entkommt ihm nur knapp. Ich fürchte, Amon steht kurz vor dem entscheidenden Angriff. Naja, es hat sich auch alles langsam aufgebaut mit dem Amon. Vergleichsweise schnell, aber... Kann ich etwas heißes Wasser haben? Korra möchte noch mehr Tee. Du bist doch Feuerbändiger. Koch dir welches. Oho, sie ist zickig. Ich geh mal kurz raus, falls ihr beide etwas zu besprechen habt. Bestimmt wegen der Korra-Sache, oder? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Von eurem Kuss, Marco. Ich weiß Bescheid. Bro, du bist am Arsch. Jetzt sag mir, was du für Korra empfindest. Es ist alles ziemlich kompliziert gerade. Können wir unsere Beziehungsprobleme nicht später klären? Wenn es später überhaupt noch eine Beziehung gibt. Oh nein, Alter. Sammy. Ich fühle den Pain. Ey, aber... Lin, ich... Ja, er hätte es sagen müssen, aber es ist halt alles auch irgendwie blöd gelaufen, oder? Könntest du während der Ratsversammlung hierbleiben und auf Pema und die Kinder aufpassen? Bei allem, was in letzter Zeit passiert, möchte ich meine Familie in sicheren Händen wissen. Natürlich tue ich das, alter Freund. Ach so, hier draußen seid ihr beiden. Pema, ja... Alter, das ist ja auch kompliziert, die Beziehung zwischen denen da. Ein bisschen Hilfe kann ich gut gebrauchen. Möchtest du ihn vielleicht baden? Er ist dreckig. Ich habe jetzt gedacht, das wird... Überhaupt nicht die Rede. Danke, Lin. Ich dachte jetzt, das wird auch unangenehm, weil sie ihn so antatscht, weißt du, dass die Frau da irgendwie schon direkt... Ich bin sehr groß. Ganz doll groß. Digga, was für ein Horrorkind. Wie heißt der Milo? Alter, der ist wirklich wild. Hast du meine Schlüssel gesehen? Ich kann sie nirgendwo finden. Nein, Schatz. Ah, oh, hab sie. Gut, Schatz. Du brauchst nicht auf mich zu warten. Die Ratsversammlung wird bis spät in die Nacht gehen. Die Tür, Schatz. Wir kommen, um die Spinnenratten zu beseitigen. Nein, dafür kommt ihr nicht. Ich habe einen Kammerjäger bestellt. Schatz? Naja, der vollführt jetzt seinen Plan, der Amon. Ja, die gehören alle dazu, Mann. Nice. Ach, unsere kleine Petze ist auch noch da. Polizeichef Saikan hat gerade hier angerufen. Sie wurden alle überfallen. Das darf nicht wahr sein. Ja, der hat anscheinend alle vom Rad ausgeschaltet. Jetzt allein in euren Händen. Ach du, er ist der Einzige, der noch da ist. Oh je, was für ein tragischer Tag. Hey, das hat so einen voll den Feuernation-Vibe, oder? Los, Kinder. Sofort ins Haus. Mit diesen Luftschiffen. Wir haben Explosionen gehört. Was ist denn los? Republika wird offenbar angegriffen.
Ja, aber es artet ja komplett im Krieg aus. Ach, da ist der Vater! Da ist der Vater. So lange habe ich schon von diesem Tag geträumt. Ja, jetzt ist es an der Zeit, dass sich die Äqualisten Republika nehmen. Mann, wer steckt dahinter? Die machen's aber auch spannend mit diesem Amon. Na toll. Super eingepackt. Hey, ihr wurdet festgenommen und ich stand plötzlich allein mit dem Auto da. Ich hatte laut und deutlich gesagt, dass ich nicht Auto fahren kann. Unter diesen Umständen war das gar nicht übel. Aber wie sollen wir die, die Tickets bezahlen? Was glaubst du? Unsere Stadt wird angegriffen. Die Polizei hat andere Sorgen als Strafzettel. Wer weiß, wozu es gut ist. Okay, nicht schlecht. Schon mal gut ausgestattet. Ich glaube, das könnte wichtig sein. Bei Cora? Ja, wieso nicht? Bro. Die erste Staffel lebt schon krass von diesen zwischenmenschlichen Liebesproblemchen, ne? Ich bin das letzte Ratsmitglied hier. Wie ist die Lage? Amon hat gleichzeitig in verschiedenen Stadtvierteln Angriffe gestartet. Um überall die Kontrolle zurückzuerlangen, sind wir zu wenige. Aber ganz ehrlich, die sind auch komplett unfähig, wenn der das schafft, die komplette Stadt außer Gefecht zu setzen, oder? Streitkräfte. Aber hat man ja schon bei den Ratssitzungen gemerkt. Also so ganz klug haben die nie entschieden. Die tragen auf jeden Fall eine gewisse Mitschuld. Saikan, die Luftschächte. Wir müssen das Gebäude sofort verlassen. Bleiben Sie alle dicht bei mir. Der arbeitet auch so dreckig, ne, der Amon. Das ist schon so eine hinterhältige Bazille. Der macht halt alles, um seinen Plan durchzuziehen. Dem geht's nicht um Stolz und Ehre, nur ums Gewinn. Nicht schon wieder diese Robopanzer. Ach, Magnete. Digga, das ist aber auch fucking genial. Gegen diese ganzen Metallbändiger und so. Das ist klug. Ah, no. Tenzin ist übel wichtig. Saikan, nein. Ohne Tenzin? Wer soll es da noch regeln? Korra, aber dann war es das auch. Springt! Das ist schon immer dope. Das war auch in der einen Folge krass, wo die so eine Kurve, so eine Rampe gebaut haben beim Fahren. Was hat er jetzt gemacht? Hat das zurückgeschossen? Ah, damn. Es sah so ein bisschen aus wie dieses Blitze ableiten. Wer ist sie denn, Digga? Asami auch heftig unterwegs. Okay, sie haben Tenzin, das ist schon mal wichtig. Ich ertrage es nicht, dass Asami auf Seiten der Bändiger kämpft. Meine Tochter! Wir werden die Bändiger bald haben. Dann kriegst du deine Tochter zurück. Alles gut gegangen? Ich glaube, dieser Amon würde den anderen da jede Sekunde hintergehen, wenn es sein muss. Aber das peilt er nicht. Seht mal. Oh nein. Wo, ist es der Lufttemp? Nee, was ist das? Wo reiten die da ein? Doch, oder? Ist dieser Lufttempel? Also da, wo die Familie lebt. Mit dem Kleinen auch, mit Milo und so, ne? Versteckt euch und verhaltet euch ruhig. Ah! Reißt dich zusammen, Pemmer. Ich sag dir, ihr sollt euch ruhig verhalten. Mama, was hast du? Nein, nicht jetzt. Oh je. Ach, come on, Digga. Das ist Worst Case. Jetzt ist Worst Case.
Aber es ist wie ein Film immer, oder? Die Frau ist so eine Stunde lang schwanger, den gesamten Film, und genau dann kommt das Baby, als der Banküberfall stattfindet oder so. Ist so typisch. Na, sie ist halt schon krass. Ich glaube, sie kann schon ein bisschen was abwehren, aber alle? Diese Peitschen sind halt schon dope. Das erinnert mich ein bisschen an Kratos mit seinen, mit diesen, die hat da auch so eine Art Peitschwaffe. Also Ketten waren das aber eher. Die Kinder, wo sind die Kinder? Sie sind in Sicherheit im Nebenzimmer, mach dir keine Sorgen. Ah, aber das ist halt scheiße. Rühr ja nicht die Ex-Freundin meines Vaters an! Digga, wie kommt sie denn? Die Ex-Freundin. Ey, geil, da der Arm-Move. Mädchen, geht sofort zurück ins Haus. Auf der Stelle. Hier, nimm das! Milo, Bro! Alter, please! Was denn mit Milo, Alter? Ach, was soll's. Ach, dadurch haben die jetzt echt gewonnen? Was? Keller des Tempels. Ihr wart gar nicht schlecht. Ah, die kleinen Horrorkinder, Alter, haben alles rausgeholt. Du hast sie kämpfen lassen? Ist dir klar, wie das hätte ausgehen können? Ich wäre jetzt tot ohne deine Kinder. Du kannst stolz auf sie sein. Sie haben viel von dir gelernt. Der Furzbändige, Alter. Und jetzt geh. Geh zu deiner Frau. Milo ist echt wie so ein schizophrener Aang oder so. Wie so ein geisteskranker Aang. Unser neuer Sohn. Hallo. Und damit auch ein weiterer Enkel von Aang, oder? Habt ihr schon einen Namen? Kann ich aussuchen? Wir wissen schon, wie er heißen soll. Rohan. Bezieht sich das auf etwas? Ich will ja nicht stören, aber... Rohan? Es kommen noch mehr Luftschiffe. Es wird nicht alles wieder gut, oder Papa? Also kennen wir den Namen irgendwoher? Nee, oder? Weil es jetzt sein könnte, dass sich das auf irgendwas in der Vergangenheit bezieht, wo man sich so denkt, ah, geil, Rohan, aber mir fällt nichts ein. Du und deine Familie, ihr seid die letzten Luftbändiger. Ich werde nicht zulassen, dass Armon euch die Bändigerkraft nimmt. Danke, Lin. Korra, ich möchte, dass du die Insel verlässt und dich erst einmal versteckst. Ich gebe nicht einfach auf. Krass, es gibt immer noch so wenige Luftbändiger. Die Streitkräfte sind auf dem Weg. Ja gut, okay. In den paar Jahrzehnten konnte man ja nicht... Kehre ich zurück. Mit der Verstärkung können wir das Blatt... Konnte sich das noch nicht so krass verbreiten, ne? Das braucht eine Weile. Dass wir Geduld üben sollen. So ist es, Korra. Also mehrere Generationen. Stimmt, habe ich gar nicht bedacht. Ich dachte, mittlerweile gibt es schon mehr Luftbändiger, aber klar. Oh, die greifen jetzt alle gesamt mit geballter Kraft an. Flieht, wir halten sie auf! Los, kommt, steigt auf, kommt! Auf geht's, Kleine. Ah, die können doch mit dem wegreiten oder wegrennen. Weil das letzte Mal hat er sich doch gewehrt. Ich dachte, die passen da nicht alle drauf. Okay, krass. Unter Wasser kann er auch, wenn er will. Ah, nee, die macht so eine Luftblase oder so drumherum, ne? Die Musik ist sowieso geisteskrank gut, finde ich, in Korra. Ich fand die in Avatar schon sehr gut, aber auch hier, also im Arc. Aber in Korra fällt mir das auch immer wieder auf. Die Musik ist echt krank episch. Ganz egal, was mit mir passiert. Kehrt nicht um, hört ihr? Was hast du vor, Lin? Oh nein, opfert sie sich jetzt mit dem Schiff? Ja,
Ja, okay, ist für eine Metallbändigerin natürlich perfekt, ne? So eine Maschine und so, die kann sie ja easy zerstören. Nein. Also diese Dame ist meine Heldin. Ja, das ist sie. Ich hoffe, die hat noch überlebt. Also man hat jetzt noch nicht gesehen, dass sie gestorben ist. Von mir wirst du kein Wort erfahren, du Ungeheuer. Nein. Okay, krass. Weißt du, was das krass ist? Es hat irgendwie den gleichen Impact, als wäre sie gestorben. Ja, wisst ihr, was ich meine vom Gefühl her? Es fühlt sich ähnlich an, als wäre sie gestorben. Was soll ich Korra antworten? Es ist ja auch etwas in ihr gestorben. Teilen Sie ihr mit, dass wir in 3 Tagen krass eintreffen. Und dass ich darauf brenne, Republika zurückzuerobern. Ey, Digga, das ist Zukus Stimme. Zu Befehl, General Iroh. General Iroh? Was? Also, ich gehe davon aus, dass das familiär irgendwie natürlich mit Zuko zu tun hat oder mit Iroh oder mit beiden halt, weil er hat die gleiche Stimme. Ja, ne, der Name Iroh. Ja, das ist aber schon geil, dass sie da immer wieder so Parallelen zur Originalen oder zur OG-Serie herstellen. Das feiere ich immer wieder. Aber mega, dann erfahren wir jetzt vielleicht in den nächsten Folgen, wer er ist und ne, wie das so familienstrukturenmäßig aussieht, welche Rolle übernimmt er da, ne, zu wem gehört er da an, wer ist er genau und so. Geil, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe zu dem Zeitpunkt viel gelabert, aber ich glaube, er hat gerade davon gesprochen, er will Republika zurückerobern. Also als wäre er irgendwie, als würden die von außen kommen, so eine Art, weiß ich gar nicht, Grenzschutz oder Armee oder Verteidigungsding aus einem anderen Ort, keine Ahnung. Also die gehören ja anscheinend nicht zu Republika, sondern die kommen da jetzt hin, um zu helfen. Ja, mal sehen. Es wird alles noch sehr, sehr interessant. Also mal schauen, wie das Ganze aussieht. Die Vereinten Streitkräfte heißt es. Ah, okay. Ja, manchmal ist es schwer, weil manchmal redet man dann, überspricht man einen kleinen Fakt und kriegt es ja nicht mehr ganz mit. Aber interessant, also die Folge war jetzt eher ein Aufbau fürs Finale. Ich kann mir vorstellen, dass die nächste dann auch nochmal ein Aufbau ist oder halt, oder naja, man könnte sagen, es ist schon Finale eigentlich. Ne, aber baut jetzt so auf die letzten 2 Folgen auf. Mal sehen. Ich habe aber nicht ganz verstanden, ohne zu spoilern bitte, also wenn man es nicht weiß, dann sagt es mir bitte nicht, aber was hatten jetzt Korra und so vor? Also was war deren Plan? Weil ich habe gesehen, die sind irgendwie, glaube ich, wieder in die Stadt und dann in die Tunnel. Wollen die da irgendwie... Was war deren Plan jetzt? Weil das habe ich gerade nicht gepeilt, was die vorhaben. Noch kein Plan, weiß man nicht.